Simon dachte über ein Thema für seine Bachelor-Thesis nach. Er besprach sich mit seinem Studienleiter Kahim Mundi. Die Idee PGC One Alpha kam ihnen in den Sinn. Um sich einen Überblick über das Thema zu verschaffen, besuchte Simon Professor Hanschin an der Universität Basel. Danach las er verschiedene Quellen im Internet und führte eine systematische Literatursuche durch. Er verglich die Ergebnisse sorgfältig und verbrachte viel Zeit beim Schreiben seiner Arbeit. Inaktivität ist ein Grund für viele Krankheiten, zum Beispiel Übergewicht, Bluthochdruck, Herzerkrankungen und Typ 2 Diabetes. Auch die Skelettmuskelaktivität wird vermindert, wodurch weniger Mitochondrien produziert werden. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Zellen mit Energie zu versorgen. Sie werden daher auch die Kraftwerke der Zellen genannt. Mitochondrien dienen auch als Calciumspeicher und beteiligen sich am programmierten Zelltod. Die mitochondriale Biogenese, das Wachstum der Mitochondrien, erfordert eine feine Koordination von zellulären Prozessen mit Genen, Fetten und Proteinen. Schlüsselfaktor und Meisterregulator in diesem Prozess ist das Protein PGC-1-Alpha. Der einzige Weg, um es zu produzieren oder um es neu zu erstellen, ist das Training. Aber welches Training? Ausdauer, Sprintintervall, Krafttraining oder eine Kombination von Trainings?